Herzlich willkommen zur vierten und letzten Veranstaltung der Reihe 50 Jahre Universität Bremen. Einfach mal die Welt verändern. Wir streamen wieder live und wahrscheinlich auch für die Ewigkeit aus dem Eventstudio von Radio Bremen. Und wir werden heute eine intensive Erinnerungsreise in die Vergangenheit machen, in die Gründungsgeschichte der Uni Bremen vor 50 Jahren. Aber wir werden den Blick natürlich auch auf das Hier und heute richten. Bevor ich gleich die Runde eröffne und meine Gäste vorstelle, gebe ich das Wort erst noch mal wieder an den Rektor der Universität Bremen, an Professor Dr. Bernd Scholz-Reiter. Liebe Podiumsgäste, liebe Alumni und Alumne, meine Damen und Herren, in diesem Jahr wird die Universität Bremen 51 Jahre alt. Und das ist eine krumme Zahl, eine wenig spektakuläre, auf den ersten Blick auch eine langweilige Zahl. Und sie kann nicht mithalten mit dem glanzvollen 50-jährigen Jubiläum, das wir im vergangenen Jahr gefeiert haben. Und sie eignet sich, anders als ein Jubiläum, das ja gemeinhin auch als Erinnerungsfest bezeichnet wird, denkbar schlecht als Ausgangspunkt für einen Rückblick in die Vergangenheit. Bitte erlauben Sie mir an dieser Stelle trotzdem kurz auf die Gründungszeit der Universität Bremen zurückzuschauen. Die Geschichte der Universität begann, wie die Dramaturgie meines heutigen Grußworts, eher bescheiden. 1964 kaufte die Stadt Bremen für 35 Millionen D-Mark 250 Hektar feuchte Kuhweide in der Peripherie, fernab des Stadtzentrums. Unsere Universität wurde also wortwörtlich auf der grünen Wiese errichtet. Und man könnte auch sagen, auf Sand gebaut, denn diese grüne, feuchte Wiese musste mit viel Sand aufgefüllt werden, der uns aber dann auch den heutigen Unisee beschert hat. Doch barg eben diese Situation auch viel Gestaltungsspielraum und Potenzial. Und das gilt umso mehr, wenn man dabei auch den Zeitgeist der 60er und 70er Jahre in den Blick nimmt. Die Gründung fiel in eine Zeit des Wandels und der Erneuerung. Im Geiste der Studierendenbewegung brach die junge Reformuniversität bewusst mit althergebrachten Vorstellungen der traditionellen Hochschulpolitik. Anstelle des klassischen Top-Down-Modells trat eine praxisorientierte und interdisziplinäre Lehre, die sich durch flache Hierarchien zwischen Lehrenden und Studierenden auszeichnete. Wissenschaft sollte transparent sein und nicht nur im Elfenbeinturm stattfinden. Die Universität sollte demokratisiert werden und mehr Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen. Das bald als Bremer Modell bekannte Universitätskonzept nahm viele Entwicklungen vorweg, die der übrigen Hochschullandschaft in Deutschland dann noch bevorstanden. Viele Werte aus der Gründerzeit haben aber immer noch Bestand und wurden durch weitere ergänzt. Die Universität Bremen steht heute auch für Internationalisierung von Lehre und Forschung, Gleichstellung der Geschlechter und für umweltgerechtes Handeln. Auch heute übernehmen wir Verantwortung und stellen uns den drängenden Fragen der Zeit. Das galt bei unserer Gründung ebenso wie heute. Schon jetzt gehört die Universität Bremen weltweit zu den führenden Hochschulen in der Klima- und Umweltforschung. Und darauf wollen wir aufbauen und diese Themen stärker in der Lehre verankern. Und gleichzeitig verfolgen wir das ehrgeizige Ziel, einen klimaneutralen Campus zu schaffen. Verantwortung übernehmen wir auch für die zukünftigen Studierendengenerationen. Für uns steht fest, die Zukunft der Bildung ist europäisch. Und daher engagiert sich die Universität Bremen als Gründungsmitglied der Europäischen Universität JUFE, Young Universities for the Future of Europe, und als Teil des JERUN-Netzwerkes, Young European Research Universities Network. Meine Damen und Herren, ich möchte mit einem Zitat des französischen Schriftstellers de Saint-Exupéry schließen: Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen. Ich denke, das ist ein treffender Leitspruch auch für die weitere Entwicklung der Universität Bremen. Und welches Jahr wäre ein besserer Anlass, um in die Zukunft zu schauen, als das Jahr nach unserem Erinnerungsfest?
Vielen Dank, Herr Scholz-Reiter. Aber hatte nicht Einstein gesagt, ich denke niemals an die Zukunft, die kommt noch früh genug. 4 Gäste, 4 Biografien, die alle eng mit der Bremer Universität verbunden sind. Und wir fangen mit der Zukunft an. Jessica Winter begrüße ich ganz herzlich. Jahrgang 1996, studiert integrierte Europa-Studien. Vorher gab es schon einige Semester Mathematik und Informatik. Und dann gibt es eine lange Liste von hochschulpolitischen Aktivitäten, Mitarbeit im Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und im Verbund Young Universities for the Future of Europe, JUFE. Wir werden noch davon hören. Hannelore Feust begrüße ich herzlich in dieser Runde. Mitarbeiterin der ersten Stunde in der Pressestelle der Uni Bremen 1971 bis 1972 und zu meinem großen Glück auch später Mitarbeiterin bei Radio Bremen. Da sind wir uns ab und zu begegnet. Peter Senft, Jurastudent der ersten Stunde, Abschluss dann 1979, dann auch die Stadt verlassen, aber ihre Berufslaufbahn führte dann durch Gewerkschaften, Sozialverbände und vor allem auch nach Nordafrika und Südafrika für verschiedene Tätigkeiten fürs Auswärtige Amt. Herzlich willkommen. Danke. Rudolf Hickel, Lehrender der ersten Stunde. 1973 gab es dann die erste Professur für politische Ökonomie, Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft Alternative Wirtschaftspolitik. Es gab den Lehrstuhl für Finanzpolitik und er wurde Direktor des Instituts für Arbeit und Wirtschaft an der Uni Bremen. Schön, dass Sie da sind, Herr Hickel. Am Montag sind Sie 80 geworden. Jessica Winter ist am Dienstag 26 geworden. Noch jemand in der Runde, der diese Woche Geburtstag hat? Ja, die Uni gestern, 50 Jahre und 3 Monate können wir jetzt hier mal feiern. Wenn ich meine eigene Uni-Biografie dazu rechne, dann haben wir hier 5 Biografien, die mit der Uni Bremen verbandelt sind. Mich hat es Mitte, Ende der 80er Jahre dorthin verschlagen und so haben wir jetzt hier wirklich 3 Generationen von Bremer Unimenschen. Und wenn ich mich mal zurückbeame, in den Oktober 1987, wo ich angefangen habe, da müssten wir jetzt eigentlich, wenn wir uns das vorstellen, diskutieren, rauchen oder nicht heute Abend. Wie machen wir es? Jetzt könnten wir erstmal eine halbe Stunde damit verbringen, tatsächlich zu diskutieren, ob während der Veranstaltung geraucht werden darf. Jessica Winter, können Sie sich sowas noch vorstellen? Absolut nicht, nein. Ich habe noch nie in meinem Leben geraucht und ich trinke auch keinen Alkohol. Ich fürchte, ich bin einfach ein bisschen spießig geworden. Die ersten Sitzungen im Akademiesenat, die waren eine Katastrophe. Ich habe auch bewundert den damaligen Gründungsrektor Thomas von der Frink. Da wurde geraucht, also man kann sich das nicht vorstellen. Einige Studenten brachten ihre Hunde mit. Da stand so ein Riesenköter immer vor dem Gründungsrektor, hat im Zweifelsfall auch bedrohlich geguckt. Aber da würde ich sagen, da ist eine Reform im Sinne der Modernisierung, auch der schlichtweg hygienischen Modernisierung, ist im Grunde genommen dringend notwendig gewesen. Aber ich weiß, damals im Rathaus ist mindestens genauso viel getrunken, manche sagen auch gesoffen worden und geraucht worden. Das ist alles vorbei und da steht die Universität natürlich heute in einem wunderbaren hygienischen Klima. Ja, also immerhin wurde Mitte der 80er schon diskutiert, ob geraucht wird. In den ersten Tagen und Jahren war das natürlich ganz anders. Da wurde geraucht. Stricken sowieso. Stricken in den Veranstaltungen erinnere ich auch noch. Wie war das für Sie als Professor, wenn man in der Vorlesung war und die Leute stricken, na gut, das ist heute Candy Crush wahrscheinlich. Bei der Ökonomie gab es ein ganz einfaches Mittel. Mich hatte Stricken unglaublich geärgert, obwohl mich ökonomisch interessiert hat, dass die ersten ihre Start-ups waren ja damals Wollläden und sowas. Das ist ja alle in der Uni schon los, also Start-ups hatten wir schon früher. Ob sie in die richtige Richtung, weiß nicht. Aber ich habe eine ganz einfache Methode, wie große Tafeln, Formeln dran geschrieben und gesagt, übrigens die 3 Formeln, die kommen irgendwann in der Prüfung, dann waren die Nadeln alle weg. Und sobald ich wieder normal erzählt habe, waren die Nadeln da. Es war immer ein Kampf sozusagen, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber was damals das Stricken war, sind ja heute die Laptops. Ich habe ein Erlebnis gehabt in den frühen Jahren der Laptops. Da trifft mich einer im Flugzeug und sagt, Herr Hickel, ich muss Sie mal aufklären, Sie kriegen was nicht mit. Ich dachte immer, als die Laptops offen waren, die schreiben wie die Weltmeister mit, was ich sage, dass die in Programm rumgeswitcht sind, habe ich nicht mitgekriegt. Und daraufhin gab es eine klare Devise, 2 Devisen. Deckel runter, abstellen und keine Handys. Und als mal Handys war ganz brutal, also das durfte nicht sein, weil es so gestört hat. Und einmal hat bei mir im großen Hörsaal als Handy mein eigenes geklingelt. Dann habe ich zu den Studierenden gesagt, jetzt gilt aber auch Gerechtigkeit, ich verlasse die Veranstaltung. Da haben die auch noch applaudiert, das hat mich geärgert. Stillende Mütter,
Auch das gab es früher durchaus. Wir machen jetzt mal die kleine Runde, die allererste Erinnerung. Der erste Tag in der Bremer Uni. Was war das Erlebnis, Peter Senft, was Ihnen in Erinnerung geblieben ist? Was kommt heute wieder, wenn Sie denken, das war mein erster Tag 1971 als junger Student der Rechtswissenschaft? Der erste Tag in der Uni war irritierend, weil wir in dieser kleinen, in dem kleinen Gebäude, das von einem ihrer Kollegen, Manfred Schlichting, im Radio als die Mittelschule hinter der Munte genannt worden ist. Und das war eben auch ein Bau mit vorgefertigten Bauteilen. Der sah wirklich aus, wie man damals eben Schulen baute. Und man hatte den Eindruck, man kam wieder in die Schule zurück, was ein kleiner Schock gewesen ist. Und dann musste man sich dort zurechtfinden in einem Umfeld, wo kein anderer Bescheid wusste, wenn man Fragen stellte. Wo findet das statt? Wo soll das stattfinden? Es war praktisch für einen Studenten, der anfing, das reinste Chaos. Und das musste erst sortiert werden. Da musste man mit Leuten reden, da war viel Kommunikation. Die Leute sind da, das war eine Herausforderung. Es war wirklich wie eine Schulsituation, aber dann hieß es, jetzt soll hier gelehrt und geforscht werden. Sie haben, glaube ich, noch zu Hause gewohnt dann auch? Da habe ich noch zu Hause gewohnt. Was haben Sie denn abends erzählt? Mama, stell dir vor, Mutti und Vati, das und das ist mir heute passiert. Die haben nur staunend zugehört, weil sie ja auch die Entwicklung der Universität mitbekamen. Ich bin in Horn groß geworden, also direkt neben der Universität. Und für sie war das sowieso etwas völlig Besonderes. Ich bin der Erste in der Familie, der Abitur gemacht hat. Ich bin der Erste, der in der Familie studiert hat. Und als ich mein Abitur hatte, hat mein Vater gesagt, du lernst erst mal etwas, was wir verstehen. Und anschließend kannst du meinetwegen Archäologie studieren. Aber es war für ihn wichtig, da muss eine Berufschance hinterstehen. Ihr Vater war Bankkaufmann. Bankangestellter, und, ja. Sie selber haben ja auch erst mal eine Banklehre gemacht. Richtig, das verstand mein Vater, das verstand meine Mutter, die war auch Bankangestellte. Und dann hat man eben mit einem staunenden Interesse die Entwicklung der Uni verfolgt. Und war irritiert durch diese Außendarstellung, die ja vor der Gründung der Uni einsetzte. Da hat man über etwas berichtet, was man ja eigentlich gar nicht kannte. Die Uni gab es dann ja nicht. Und dann ist ja auch mal deutlich geworden, als die Uni 2-3 Monate existierte, dass all diese ganzen Vorurteile ad absurdum geführt worden sind. Das werden wir gleich noch vertiefen. Hannelore Feuß, der erste Tag an der Uni. Sie waren ja in der Pressestelle. Die es gar nicht gab. Also ich kam in das gleiche Gebäude, vermute ich. Ja. Neusingbau GW1, 3 Blöcke, da war zufällig im Bundesmittel Geld übrig. Da hat das Land Bremen zugeschnappt und hat die 3 Gebäude ohne Sinn und Verstand hingestellt. Aber sie passen ganz gut jetzt, finde ich. Ja, es war, ich kam in einen leeren Raum und musste erst mal sehen, wo kriege ich Papier her, habe ich Gesprächspartner, und das muss man einfach sagen, das ist der Charme dieser Universität, die so unorthodox angefangen hat. Man war eben gezwungen, auch selber initiativ zu werden, und das ist mir natürlich sehr, sehr entgegengekommen, und ich habe das gerne gemacht. Weil Sie auch sehr umtriebig vorher, glaube ich, schon waren. Sie Nein, ich habe viel in Bürgerinitiativen gearbeitet. Ich war bei den Jungsozialisten die erste Frau, die in den Jusorat gewählt wurde. Und dadurch ist das auch zustande gekommen. Da hat mich ein Journalist gesehen, wie ich da agiert habe und was ich so von mir gegeben habe. Und der hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mich zu bewerben. Und was hatten Sie von der Uni schon mitbekommen? Also hatten Sie da schon gedacht, Mensch, das wäre ja mal ein spannendes Betätigungsfeld, auch für mich, würde ich gerne auch mal hin. Entschuldigung. Das ging nicht, weil die Uni war ein Randbereich. Also wir fühlten uns damals so wichtig bei der Verhinderung der Mozarttrasse und bei allen möglichen Sachen. Und die Uni war interessant,
Aber dass ich mir so vorgestellt habe, dass ich so eine der Ersten bin, die dort arbeitet, das hätte ich nicht vermutet. Und der Journalist, der ist heute nicht mehr in Bremen, der hat sich da beworben und ich sollte eigentlich seine Assistentin werden. Er hat die Stelle leider nicht bekommen und dann stand ich da und musste so ein paar Aufgaben, wusste ich vorher. Einmal die internationale Presse zum Hochschulgeschehen. Da kam ja einiges zusammen dann, ne? Ja, ich habe dann praktisch so angefangen mit dem Wust an Zeitungen, da ich ja früher auch privat immer viel Zeitung gelesen habe, war das nicht für mich so ein Problem, aber ich musste gezielt die Schwerpunkte in anderen Universitäten raussuchen, habe jeden Tag einen Pressespiegel gemacht, der ging dann innerhalb dieser mehr oder weniger kleinen Gruppe rum, damit die Mitarbeiter alle wussten, was geschieht so. Und natürlich waren auch die Artikel drin, die in Bremen und überregional über die Kaderschmiede verbreitet wurden. Selbstverständlich habe ich die auch mit aufgenommen. Ja, Jessica Winter, jetzt machen wir mal einen Sprung. Der erste Tag war wann, in welchem Jahr? Der war im Oktober 2014 tatsächlich. Und ich erinnere mich bildlich, es war an einem Montag in der Orientierungswoche, also die Woche bevor dann das Semester beging. Und ich erinnere mich daran, dass ich vor allem letztendlich das MZH betreten habe, also das Mehrzweckhochhaus. Ich weiß nicht, ob es damals schon stand teilweise, aber ja, auf jeden Fall war die Orientierungswoche, die war organisiert von dem Studiengangsausschuss Mathematik. Und die gesamte O-Woche, die allen Veranstaltungen waren organisiert von den Studierenden. Und das hat mich unglaublich beeindruckt. Und ich bin tatsächlich noch in der Orientierungswoche dem Stuga beigetreten und habe direkt mitgemacht und habe sofort alles aufgesaugt wie ein Schwamm, was ich an Informationen bekommen habe und habe dann selbst schon meinen Kommilitonen mit Informationen geholfen. Aber ich höre daraus, dass es sehr gut organisiert war, dass man sie an die Hand genommen hat, dass sie wussten, wo sie hin müssen, vielleicht schon einen fertigen Stundenplan hatten, schon Orientierung, was muss ich belegen, was für Kurse, kann man das so sagen, dass das schon sehr gut durchstrukturiert war alles? Also es war nicht vorgeplant an sich, zum Beispiel der Stundenplan, aber es gab ein Angebot von dem Stuga, die uns gezeigt haben, wie man sich den Stundenplan zusammenstellen kann. Also es gibt ja momentan das inzwischen über das Online-Tool StudIP. Und da gab es eine Einführung, wie man seine Kurse auswählen kann und eine kleine Einführung in den Veranstaltungskatalog. Aber an sich, es war sehr gut organisiert, aber es war natürlich nicht jetzt komplett durchgeplant. Man konnte natürlich auch einen gewissen Spielraum selber haben mit der Auswahl. Ja, wenn wir an den allerersten Beginn denken, es war ein Dienstag, der 19. Oktober 1971, 459 Studenten schwirrten durch die Räume, durch die Rauchschwaden wahrscheinlich. Es roch noch nach Farbe und nicht so gutem Kaffee, stelle ich mir vor. Das war noch länger so. Es gab eben auch kaum Zeit in dieser Aufbauphase, Lehrpläne und Studienordnungen zu erstellen. Und das heißt ja heute immer eigentlich verrückt, dass der Betrieb tatsächlich losging im Oktober 71, weil, Herr Hickel, Sie waren ja dabei, es gab noch nicht so richtig etwas, worauf man sich stützen konnte. Frau Gemmer, das haben Sie ganz schön beschrieben. Gegen die ganzen Thesen, die brauchen Sie sich zu wiederholen, die Sendezeit ist zu schade, um nochmal über die Idiotie der Kaderschmiede zu reden. Ich finde, es hat Annelie Keil in dieser wunderbaren Festveranstaltung der 50 Jahre im Rathaus nochmal sehr schön zum Ausdruck gebracht. Übrigens hatten wir danach, das sage ich auch gerne nochmal in Richtung des Rektors, ein tolles Erlebnis. Wir haben das Rathaus verlassen, Annelie und ich, Jahre befreundet, kommen vor die Tür, da passiert das, was Sie sagen, Orientierungsstufe, Orientierungswoche, aber natürlich mit dem großen Leiterwagen und Bier drauf. Da gehe ich hin und sage, darf ich vorstellen, Mensch, junges Stück, tolle Studierende, die gerade anfangen, sage ich, darf ich Ihnen mal Frau Keil vorstellen, die hat da oben gerade diskutiert. Und dann haben die gesagt, also es sind die wirklich Generation, die Gründungsgeneration und Sie als die wirklich allerjüngste Generation. Und da kriegen wir beide ein Bier, Annelie trinkt kein Bier, deshalb habe ich also zwei getrunken. Ich will noch mal dazu sagen, das ist, glaube ich, ganz gut jetzt schon rausgekommen. Wir haben sozusagen in der Stunde Null, wir haben sogar eine Stunde Null vorher angefangen. Ich kam aus Konstanz. In Konstanz gab es eine Universitätsgründung, die war damals von Kiesinger, das sollte das Harvard am Bodensee werden, hat es nicht ganz geschafft, aber heute eine sehr gute Uni. Und da war das Gründungsmodell ein anderes. Das haben wir immer verglichen mit Bremen. Da waren die fünf Eckprofessoren, die haben die ganze Rolle des Aufbaus übernommen, damals vor allem auch
der wirklich großartige Ralf Dahndorf, das wissen die wenigsten, dass der für die Universität Konstanz einen Riesenbeitrag geleistet hat. Daraus ergab sich eine langjährige Freundschaft. Wir haben uns auch hier in Bremen getroffen. Und dann kam ich nach Bremen. In Bremen war null, war nichts. Es war im Grunde genommen gar nichts da. Es war übrigens eine sichere, konstante Größe. Eine infrastrukturelle Voraussetzung war da. Es gab das Haus am Walde. Das kann keiner evaluieren, was das bedeutet. Weil die Berufungskommission, auch die Schlachten und die Intrigen, die natürlich am Anfang stattgefunden haben, die sind mehr oder weniger im Haus am Walde, haben im Haus am Walde gestanden. Der Anbau, der da steht, wenn ich da hinkomme, sage ich jetzt immer, Leute, den haben eigentlich wir finanziert. Es waren ganz klar und so weiter. Und dann mussten wir Prüfungsordnung machen. Was auch ganz wichtig ist, wir als die Professoren und Professoren brachten natürlich unsere Erfahrung, wir haben nicht null angefangen, wir brachten unsere Prüfungsordnung, Prüfungserfahrung, teilweise die Manuskripte von den alten Universitäten insgesamt mit. Ein Problem war, wie kriegen wir, es hat, am Anfang hat es auch nicht ganz gut geklappt, wie kriegen wir da eine Struktur rein? Struktur heißt, wie kann ich sichern, dass einerseits Fachwissen vermittelt wird, sehr früh. Und wir haben Leute gehabt, die kamen in die Uni, die wussten schon alles. Haben gesagt, warum studiert er eigentlich noch? Und haben uns vorschreiben wollen, was man machen soll. Und es musste, da werden wir noch drüber reden, ein großes Pfund, die Interdisziplinarität, also fachübergreifend studiert werden. Und dann haben wir das ist ein Element des Bremer Modell, das unglaublich wichtig war, die sogenannte Projektorientierung. Sehr früh, beispielsweise in meinem Fall, ich kam vom Bodensee, habe ich gesagt, also machen wir was über den Häfen. Und dann haben wir, natürlich ein bisschen ironisch jetzt, haben wir die Hafenwirtschaft haben wir da insgesamt studiert. Und soweit hat sich das aufgebaut. Und es gab eine, glaube ich, um die ganze Universitätsgründung zu verstehen, ihre Vorteile, aber auch ihre Fehler, zu denen ich mich heute hier auch bekenne. Wir haben auch ein paar Fehler gemacht. Das kann man nur verstehen. Und mit dem Spruch, 1000 Jahre der Muff unter den Talar, 1000 Muff unter den Talaren. Wir wollten alles bloß eine ordinaren Herrschaft verkünden. Sie waren in Tübingen schon vorher und hatten die Erfahrung mitgebracht. Aber hallo, und das war klar, davon wollen wir nichts mehr wissen. Ja, genau. Junge Uni Konstanz, da sind Sie aber auch weg. Warum eigentlich? Wie ist denn der Ruf aus Bremen, der Wind aus dem Norden zu Ihnen geweht? Eines Morgens am wunderschönen Blick auf den Bodensee vom Sonnenbühl, kriegte ich einen Anruf und ich habe irgendwie spontan gesagt, ja, ich will jetzt auch mal an so einer Universität mitarbeiten. Apropos Ordnung, das hat mich sehr geprägt, dass mein damaliger Chef in Tübingen, ich lasse mal den Namen weg, Gott habe ihn selig, für den habe ich einen Aufsatz geschrieben. Da war es noch üblich, dass ein Aufsatz der Assistent schreibt und der Chef nur seinen Namen drüber schreibt. Dagegen habe ich prozessiert. Bei einem namhaften Ökonomen Bombach in Basel, der das rausgegeben hat, gesagt, ich bitte zu berücksichtigen, das hat mich die Stelle gekostet. Also das gab es schon auch persönlich. Und da bleibe ich auch dabei, was der Vorteil, oder was wir wollten ist, wir wollten die ordinaren Herrscher, wir wollten verhindern, dass Assistenten, Mitarbeiter die Kofferträger des Profs werden, was sie früher waren. Dadurch hat sich natürlich ein Problem ergeben. Die Universität ist von Anfang an, das ist bis heute, ich weiß nicht, muss mal fragen, ob es stimmt, ist bis heute spürbar, dass ein Machtvakuum entstanden. Am Anfang wusste eigentlich gar nicht, wer entscheidet. Dann kamen Planerinnen und Planer, die kamen teilweise aus dem wilden Berlin. Und dann wurde das sozusagen alles ganz, ganz schwierig. Und ich sage nochmal, wir haben ganz langsam uns rausgemäntelt. Aber wir haben so ein paar, über die sprechen wir gleich, Peter Senf repräsentiert es ja auch immer wieder. Wir haben ein paar Grundlagen geschaffen, die ich unglaublich gut finde. Ja, und die kamen ja, darf man ja nicht vergessen, natürlich auch aus der Landespolitik. Denn dieser Gründung, wir sind ja jetzt schon fast mittendrin, die Uni aufzubauen, aber diese lange Vorgeschichte, die es gab, also es gab ja ab 1947 schon Überlegungen, eine Uni aufzubauen, die sollte erstmal in Gron sein. Dann hat man überlegt, wo kann die sein? Dann gab es hehre Pläne für eine große Campus-Uni. Ich glaube, die Frankfurter Allgemeine oder was die Zeit schrieb damals, das wird so nach dem Motto die feudalste Universität der Republik mit einer langen Auffahrt. Das war die Parkallee, man sah schon die Klinikgebäude und so weiter. Das war ja völlig anders geplant und das war ja eine ganz, ganz lange Phase, bis es dann überhaupt dazu kam, dass man im Haus am Walde saß und versuchte, Studienordnung zu schreiben. Ich habe erlebt und da hat die Universität, also nach 50 Jahren, muss ich es mal ganz laut und deutlich sagen, eine geniale Leistung war. Die Landschaft war, nicht nur, weil es da Linkstendenzen gab, die Landschaft, die Wissenschaftsland, die Bremer, die sogenannten dominierenden Gruppen waren einfach wissenschaftsfeindlich. Die wollten eigentlich keine Uni. Ich war 67, war ich bei einem namhaften, Namen nenne ich auch nicht, beim namhaften Redner, der gesagt hat, wenn Sie an die Uni gehen, dürfen Sie mein Haus nicht mehr betreten. Und was die Universität geschafft, wenn man das heute mal vergleicht,
hat die Universität wirklich sich so unabkömmlich gemacht. Das ist mir fast zu schwach formuliert. Die Universität ist heute sozusagen das Zentrum, das Netzzentrum, das Wissenschafts- und Praxiszentrum, in dem, ohne dass die Stadt nicht mehr leben könnte. Und das finde ich bei allen Schwierigkeiten in der Gründung, auch bei der Universitätsfeindlichkeit, der sozusagen der Hanseat, der Reeder hat seinen Sohn zum Studium bzw. zum Job nach London geschickt. Das ist uns gelungen, dass heute niemand mehr, klar, wir haben ja eine Umfrage, es ist ja sogar niemand mehr sagen, die Universität ist überflüssig. Es ist ja sogar zerbrochen damals, die SPD, die FDP ist ausgestiegen, weil die Kämpfe so groß waren, die Grabenkämpfe, wie man diese Universität ausrichtet, inhaltlich, bildungspolitisch. Jessica Winter sitzt mit, glaube ich, großen staunenden Augen da. Wenn Sie sowas hören, denken Sie, das ist die Uni, an der ich heute studiere, die wirklich so einen guten Ruf hat, wo ich weiß, ich bin, wenn ich da einen Abschluss habe, eigentlich habe ich eine gute Startrampe. Wäre ich gerne dabei gewesen, denken Sie sowas vielleicht auch, hätte da gern Mäuschen gespielt. Es macht mich auf jeden Fall neugierig, noch mehr zu erfahren. Also ich freue mich deshalb umso mehr noch heute hier eingeladen worden zu sein, weil ich einfach noch viel dazu lernen kann. Ja, gucken wir mal, Peter Senft, Sie haben das ja wirklich erlebt damals auch, und zwar auch als junger SPD-Bürgerschaftsabgeordneter, der Sie schon mit 21 waren, Sie glauben. Mit 22, Entschuldigung. galten als Koschnicks Agent dann und hatten dadurch in der Uni aber auch keinen so leichten Stand. Und ich fürchte, tut mir leid, Herr Hecke, wir werden über die rote Kaderschmiede noch reden müssen. Ohne die kommen wir ja nicht aus. Und wie haben Sie denn das erlebt? Das kann ich erst so bewerten aus den Jahren später. Denn die rote Kaderschmiede gab es bis zum Oktober 71. Und anschließend, als die praktische Arbeit anfing, gab es keine rote Kaderschmiede mehr. Das war vorher die FAZ und die Zeit und wer da alles über die rote Kaderschmiede geschrieben hat. Schlimmste Prognosen, die durch nichts, durch keine sachliche Recherche begründet waren. Aber Kaderschmiede waren die anderen Universitäten. Das waren diejenigen, die den Status quo über Jahrzehnte, Jahrhunderte gehalten haben. Und die fühlten sich bedroht. Das, was hier mit der ordinären Universität, die fühlten sich bedroht. Und dann kam es eben auch zu der Auseinandersetzung, wer hat in der Universität das Sagen? Und das ist eben auch ein gewerkschaftlicher Hintergrund. Deswegen standen auch die Gewerkschafter für das Bremer Modell. Dass derjenige, der in einem Umfeld arbeitet, mitbestimmt, was passiert. Da gibt es dann die Kollision mit der Freiheit der Lehre. Das muss man dann in eine Balance bringen. Das ist der ständige Kampf gewesen. Und deswegen ist auch dann die FDP und im Schlepptau dann auch die CDU Mitte 71 ausgestiegen. Und dann hätte es die Möglichkeit gegeben einer anderen Koalition, aber man hat dann gesagt, nein, jetzt ist es 1. Juli und am 14. Oktober fängt die Universität an. Und wenn es zu einer anderen Koalition gekommen wäre, wäre die Gründung nicht passiert. Das ist ganz wichtig. Und der Rückhalt des Senats war in der SPD-Bürgerschaftsfraktion und allen Gewerkschaften. Ja, und zur großen Überraschung hat die SPD dann ja tüchtig dazu gewonnen. Ja. Und man hat dann, glaube ich, auch gesagt, das war auch mitbegründet durch die Politik, die mit der Uni betrieben wurde, weil doch die Bürger und Bürgerinnen dahinter standen und sahen, da passiert irgendwas Interessantes und da setzt sich die SPD doch sehr, sehr, sehr dafür ein. Aber dann, es gibt noch einen Grund, der immer hinten runterfällt. Man unterschätzt völlig, dass die Bevölkerung der Meinung war, im Nordwesten Deutschlands, wir wollen hier auch eine erreichbare Universität haben. Ich habe das ja an meiner Vita gemerkt. Meine Eltern konnten mir ein Studium in Göttingen oder in einer anderen Universitätsstadt nicht finanzieren. Und die Finanzierungsmöglichkeiten waren wirklich sehr schlecht. Ich habe gerade noch mal geguckt, wie das damals, welche Möglichkeiten es da gab. Und der Anteil unter den im sozialwissenschaftlichen Eingangsstudium, das waren 36 Juristen, 18 Ökonomen, 18 Sozialwissenschaftlern, 72. Von denen hatten über 55 schon eine abgeschlossene Berufsausbildung. Da standen eben auch Familien dahinter. Wenn da jemand aus Aurich irgendwo anreist und in Bremen studiert, dann warteten aber dort seine Ehefrau mit drei Kindern. Der hatte kein großes Interesse, noch lange zu diskutieren. Der wollte in die nächste Universität. Und das war ja auch eines der Gründungsideen. Im Nordwesten sollte eine Universität entstehen.
Und das ist ein ganz wesentlicher Teil, weshalb dann hier auch die Bevölkerung in Bremen gesagt hat, wir brauchen eine Universität, da schicken wir unsere Kinder hin. Und da ist auch deutlich so, sozialwissenschaftlich zu sehen, das Bürgertum in Bremen, das schickte seine Kinder dann nach Freiburg zum Skilaufen und nach Kiel zum Segeln. Und das sind dann eben auch Entscheidungen, die waren für jemand, der aus einer Angestelltenfamilie kam, waren das völlig utopische Vorstellungen. Mhm. Ging man in die Universität, die finanzierbar war. Und hat Bremen eine ganz, ganz wichtige Rolle gehabt. Deswegen gab es unter anderem auch diesen Wahlerfolg am 14. Oktober, ja. Am 10. Oktober 1971. Ich würde gerne mal Frau Winter fragen, wie ist denn Ihre Wahl auf Bremen gefallen oder warum? Was stand denn da so zur Debatte, was für Unis und Unistädte und warum dann letztlich Bremen? Ja, also bei mir standen mehrere Universitäten tatsächlich im norddeutschen Raum zur Wahl ursprünglich, weil ich selber auch aus Norddeutschland komme. Ich bin an einem kleinen Ort nahe Hamburg aufgewachsen und ich wollte aber von zu Hause ausziehen, deswegen durfte es auf jeden Fall schon mal nicht Hamburg sein. Und tatsächlich habe ich von dem Begriff Rote Kaderschmiede noch nie gehört gehabt, auch bis zu meiner Studienwahl. Es war einfach eine der großen Universitäten im norddeutschen Raum, die auch einen guten Ruf hatte und auch bei den Rankings durchaus gut abschnitt, in meinem Fach zumindest. Und es klang auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Und die zum Beispiel auch, was Internationalisierung anging, auch sehr gute Punkte hatte, was ich auch schon damals interessant fand. Und, Ranking ist aber, glaube ich, so ein Reizwort bei Ihnen auch gewesen, Herr Hickel. Ne? Es gab eine Zeit, wo es gerne mal Rankings gab. Da gab es auch einen wilden Leserbrief von Ihnen mal im Stern, wo Sie sich auseinandergesetzt haben, wo die Bremer Uni eben wirklich jahrelang zu kämpfen hat. Also dieser Ruf haftet ja einfach wie altes Kaugummi. Wir müssen mal ein bisschen raus, wir sind jetzt ein bisschen sozusagen simplifizieren. Die Universität war, was ist eigentlich an dem, was war in der Anfangsphase? Wir hatten natürlich knallharte, und ich weiß, wovon ich rede, weil ich selber betroffen war, wir hatten knallharte sogenannte KBW, kommunistische Gruppen, ganz stark. Ich lasse mal hier heute weg, das habe ich irgendwo mal aufgeschrieben. Also es war ganz schwer. Ich habe damals eine Diplomarbeit, apropos Einheitsnote 2. Gut, dass Sie es sagen, sonst hätte ich es gesagt. Gut, dass Sie es sagen, sonst hätte ich es gesagt. Ja, ich habe es auf also dem Zettel. Also Diplomarbeit, jetzt sage ich nochmal, das erschrecken Sie bitte nicht. Der Titel hieß, die außerordentlich attraktive Vulgärökonomie des Professor Hufschmitz oder ein Beitrag zur Reetablierung der Monopolbourgeoisie. Und da stand die Universität vor der Entscheidung. Wollen wir eigentlich noch ernst genommen werden? Und da bestehe ich drauf. Bittere Auseinandersetzung. Ich bin selber in einen großen Streit geraten. Ich habe mich auch mit einer Frau einmal sogar auch bedroht gefühlt. Aber haben wir alles hingekriegt. Da stehe ich dafür, dass ich damals ein 15 Seiten langes Gutachten, Reinhard Hoffmann damals bei Scherf im Bildungsressort hat gesagt, er hätte noch nie so ein langes Gutachten und zwar mit vollem Effekt. Dies ist keine wissenschaftliche Arbeit, die wird nicht benotet. Und das sage ich hier so deutlich, weil die viele nehmen, dann hat der Peter Senf wunderbar auch so viele nehmen, so ein paar Ausreißer zur Kenntnis, aber nehmen nicht zur Kenntnis, dass wir uns sehr früh in solchen Sachen auch klargestellt haben. Und ich sage nur zwei Beispiele, wunderbar. Da kommt ein 50-Jähriger zu mir in diese, übrigens, das gehört auch zur Universitätsgründung, die Universität, Professoren sind deshalb nicht respektiert worden, weil sie in GW2 furchtbar hässliche Buden gekriegt haben. Richtig kaum wirklich, wo man richtig drin arbeiten kann. Aber das haben wir alles gebracht, das Opfer. Dann kommt einer rein, 50 Jahre, erfolgreicher Unternehmer aus Lilienthal, Konrad Naber, kommt zu mir rein und sagt, ach, Herr Hickel, ich habe mir überlegt, ich wollte Ökonomie studieren. Ich sage, wunderbar, machen wir. Habe ich nur gefragt, haben Sie es geregelt in dem Betrieb? Ja, alles geregelt. Da kommt er zu uns und der hat ein Diplom gemacht. Übrigens eine Frage, die wir alle nicht lösen konnten, warum so viele Unternehmer in den 60er Jahren nach Lilienthal gezogen sind. Und der gab es einmal einen Zwischenfall, allein zwei. Da kommt er hoch zu mir und sagt, inzwischen waren wir per Du, Rudolf, ich habe ein Problem. Da hat einer geschrien, ich dürfte nicht reden, ich sei ein Kapitalist. Da hat einer geschrien, der hat gesagt, du bist ein Kapitalist, aber du weißt gar nicht, wie das geht. Und da bin ich mit dem in die Vorlesung
und hat sich herausgestellt, der war einer der beliebtesten Studierenden. Ich sage einfach, wir haben es, und Peter Senft hat es sehr schön aus, wir haben in diesen ganzen Auseinandersetzungen, auch mit radikal aggressiven Typen, die da rumgelaufen sind, mich wollten sie mal nackt über den Marktplatz tragen, habe ich gesagt, lass das lieber bleiben. Erstens nicht ästhetisch, zweitens will ich gekreuzigt werden als Katholik. Also so sieht es auch, aber das war sozusagen, das war nicht das Bestimmende. Das Bestimmende war, dass wir übrigens mit einem wirklich aufrechten und unglaublich engagierten Gründungsrektor, der Name muss hier fallen, Thomas von der Fink, ja, wie der das geschafft hat, da habe ich bis auf den heutigen Tag total Respekt. Und wir haben das hingekriegt. Und was, wenn die Universität heute so als international großartig dasteht, was ich wunderbar finde, auch national, was wir ausbilden, dann haben wir damals, das ist sozusagen mein Vermächtnis, dann haben wir damals schon ein Stück die Fundamente mitgelegt. Und wir beide sind der Meinung, es gab ein paar Fundamente wie die Internationalität und mehr Mitbestimmung, die könnte man heute noch auch weiterentwickeln. Mhm. Können wir gleich auch noch mal reden, aber Hannelore Feust hat was auf dem Herzen. Also ich wollte das nur noch mal untermauern. Diese Phasen waren so spannend, weil dadurch, dass die dritte Parität damals existierte, war ich ja als erste Dienstleisterin in eine Kommission gewählt worden, in die Tutorenkommission. Und das war natürlich, wenn man die Uni noch nie von innen gesehen hat, eine sehr große Herausforderung. Ich musste sehr viele Akten lesen, bevor die Sitzungen losgingen. Und dann ging also das ganze Abstimmungsverfahren und ich ging raus. Und dann hat mich ein KBW-Mitglied angesprochen. Wie kannst du nicht für den stimmen? Und da habe ich gesagt, ganz einfach, weil er schlecht war. Und das haben aber andere mitgekriegt. Und ich hatte dann alle Solidarität von anderen. Aber diese Gegnerschaften, die waren, das muss man einfach aushalten. Und das ist so ein Stück, was man dabei lernen kann, dass man zu sich selber steht, wenn man einen Text liest und meint, er sagt nichts aus, dann stimme ich nicht für einen, weil ich in so einem Kontext bin und ich muss brav abstimmen. Und dieser Prominente hat sich dann ein paar Jahre später bei mir entschuldigt und hat eher gesagt, dass er das mutig fand. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Es gab in dieser Phase eben auch die Möglichkeit, seine Ideen einzubringen. Ich habe dann im Gründungssenat gesagt, ich würde vorschlagen, wir drehen jetzt den Spieß um und gehen von uns aus an die Bremer Bevölkerung und sagen, das ist die Kaderschmiede, die hier immer erzählt wird. Nun muss man im Hintergrund wissen, dass die K-Gruppen und alle, die waren nicht besonders begeistert, dass ich sie vorführen wollte. Nur damals war das ganz gut hinzukriegen, weil es gab auch Zwischenverbindungen und die haben auch schon gemerkt, dass es okay ist. Es sind 8.000 Menschen gekommen. Das Takt war nicht offene Tür. Das, das haben war wir aber nicht der offizielle Tag der offenen Tür, sondern ich hatte vom Gründungssenat, die fanden meine Idee gut. Und die haben mir dann ein paar tausend D-Mark gegeben. Jetzt weiß ich endlich mehr, wer dafür die Verantwortung ist. Eine der wichtigsten Veranstaltungen. Wunderbar, dass ich weiß, dass du das warst. Wunderbar. Jedenfalls habe ich hier so als Einmannbetrieb, weil der Pressesprecher war gerade krank, habe ich das alles organisiert. Und ich war total überrollt, dass so viele Menschen gekommen sind. Und ich glaube, dadurch haben auch viele Bremer gemerkt, wie stark das Interesse an einer Universität ist. Man darf auch diese andere Situation nicht vergessen. Wir haben hier eine Kooperation Arbeiterkammer Bremen Universität gehabt, von der auch sehr viel profitiert wurde. Also es wurde einfach die Schwelle gesenkt, weil viele Bremerinnen wussten gar nicht, was passiert da eigentlich. Vielleicht, das hat mit mir gar nichts zu tun. Und mal gucken, und das ist meine allererste Erinnerung an die Uni Bremen, da war ich 4 Jahre alt, als meine Eltern mich damit hingenommen haben. Und da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern, wie wir da standen. Und meine Eltern wirklich staunend, die auch nie eine Universität von innen gesehen haben und gesagt haben, guck mal, das ist die Bremer Universität. Und vielleicht studiert ihr ja hier auch mal, zu meinem Bruder und mir, die wir dann da beide studiert haben. Also das war eben auch der Spirit, nämlich zu sagen, mach mal, ohne groß durch die Instanzen, man hat ihnen freie Hand gelassen. Genau. Und was war das für ein Tag? Also gab es da dann irgendwie auch Vorträge, Führung, Musik, sowas? Ja, Sie haben es noch miterlebt. Weil ich mit Musik sowieso viel zu tun hatte damals schon,
Ich habe Schubert und Bleck und solche Gruppen eingeladen, weil ein bisschen Geld für Gage hatte ich. Und die haben wir dann in die Foyers platziert. Und dann haben also alle wissenschaftlichen Mitarbeiter haben eigentlich mitgemacht. Und das war erst mal eine große Sorge, dass ein paar dann gesagt hätten, nee, interessiert mich nicht, was ihr da veranstalten wollt. Und es ist einfach toll gewesen. Also es waren Vorträge, gezielte Vorträge, genau. Es waren Institutsbesichtigungen und natürlich unsere Natur, ja. Unsere tollen Naturwissenschaftler, die Chemiker und Physiker, die haben es knallen lassen und so, es war faszinierend. Ja. Und ich beispielsweise habe damals meinen Lieblingsvortrag gehalten über wie kann die fiskalische Selbstständigkeit des Landes Brems gerettet werden. Und vor mir, das war übrigens ein Schockerlebnis, ich habe mit Annelie Keil oft drüber geredet, nach mir hat Annelie Keil geredet. Und ich denke immer während meiner Vorlesung, da stehen hinten so ganz viele Leute, was wollen die dann? Und da habe ich gemerkt, die sind nicht zu mir gekommen, die haben schon mal gewartet, bis Annelie Keil kam. Und Annelie Keil hat ja sowas Messianisches, ja. Was ich verallgemeinern sagen will. Und deshalb bin ich froh, dass du das angesprochen hast. Verallgemeinert, wir haben irgendwie gemerkt, wir kommen, oder vor allem du und ihr habt das gemacht, wir haben gemerkt, wir kommen so nicht weiter. Und dann einfach, was schön Frau Krämer auch ihre eigene Biografie erzählt, die kommen an die Uni und sagen, komisch, die haben ja gar keine Messer zwischen den Zähnen. Was ist denn hier los? Unglaublich nette, offene Atmosphäre, da waren die Frittenboden, was heute, wenn man natürlich vegan hinstellt, ist ja klar, war alles. Und das haben wir dann immer gemacht, viele Jahre gemacht. Und ich glaube, ich müsste jetzt die Spezialisten fragen unter uns. Ich glaube, es war die erste offene Tür-Universität, die überhaupt in Deutschland stattgefunden hat. Jetzt machen es praktisch alle. Und da haben wir auch nochmal, den Satz darf ich noch sagen, wir haben ja auch den Drang zu zeigen, was wir machen. Wir waren ja auch stolz drauf, auf das wir machen. Und wir hatten auch mit dem, in die Phase, da kam das Rektorat dann von Jürgen Timm, von dem er bekannt ist, dass ich ihn hochschätze. Der hat eine Zweier-Doppelstrategie. Einerseits die Strategie, die Uni beliebt zu machen in der Bevölkerung. Und die andere, und das wäre, wir wären diese Universität heute nicht. Die genialste Gründung war der Technologiepark. Ja. Zu sagen, wir holen an die Universitätsraum, und da ist jetzt zitiert worden, sitze ich einmal mit Lothar Späth in Bremen in der Talkshow. Und da zieht er über die Uni her, wie es spät am Abend hieß, ich weiß noch wie heute. Dann sage ich, Herr Späth, also Sie sind ja Cleverle, wie ja, und wir Schwaben sind ja alle Cleverles. Aber so vorteilsverhaft geht es nicht. Wenn Sie das nächste Mal nach Bremen kommen, dann gucken Sie mal den Campus an und dann reden Sie wieder drüber. Dann habe ich den am Hotel hier abgeholt, bin den Campus, und da war schon richtig schön was gebaut, da waren schon erste Unternehmen, große Institute. Und Späth hat mir versprochen, und ich bin sicher, hat sich dran gehalten, er wird nie wieder so eine Polemik loslassen. Wir müssen einfach zeigen, was wir können. Ja, da sind wir ja noch gar nicht. Wir sind ja immer noch in den 70er Jahren. Und ich frage mich gerade, also sagen wir mal, Tag der offenen Tür war vermutlich ein Samstag, kann ich mir vorstellen. Ja, Samstag, ja. Was war denn dann am Montag los wieder? Dann ging es ja wieder in die Vollversammlung. Dann gab es die ersten Streiks und Besetzungen. Und es gab ja wirklich schon Geschichten. Also ich erinnere mich an ein Zitat auch Uwe Timm ist der Schriftsteller, der gesagt hat, das ging auch schlimm zu. Er war ja auch 71 als junger Statistikprofessor gekommen, und er sagt, gab es Gewaltandrohung. Ja? Auch da wurden Sitzungen gesprengt, und das ging wirklich auch dramatisch zu. Also der Bund Freiheit Deutscher Wissenschaft sagt, von Bremen sprach man europaweit schlecht. War das eigentlich Ansporn oder war das auch mal deprimierend, Peter Senft? Wenn man, also wir zitieren es noch einmal, die Kaderschule übrigens, das war nämlich das Zitat, das die Welt gegründet hat im Juli 70, wurde dann immer kolportiert, dann von der FAZ und so aufgenommen bis zur Roten Kaderschmiede. Ich glaube, das ist so nie geschrieben worden, vielleicht später. Aber das hat einen anderen Hintergrund. Ja. Das hat einen anderen Hintergrund. Man muss sich vorstellen, wenn so viele Leute schon eine berufliche aus dem sozialwissenschaftlichen Eingangsstudium eine berufliche Karriere schon hinter sich hatten. Da waren ja auch eine ganze Reihe, die genau wie ich Gewerkschaftler waren, die schon, ich war Jugendvertreter, ich war im Betriebsrat und bin dann an die Uni gekommen. Das war nicht selten. Und dann haben wir diese Anfangsphase, Sie fragten nach dem ersten Tag, dann hat man gesehen, hier ist jetzt eine chaotische Situation, wie kriegen wir das organisiert? Es kamen ja Leute, es war eine ganze Reihe aus der Bremer Schülerbewegung, die an die Bremer Uni gingen. Und dann hat man sich hingesetzt, wie organisiert man das?
Und das hat man kollegial mit den Hochschullehrern gemacht. Es war nie ein Vorwurf, da ist ja nichts gekommen. Und dann hat man versucht, die praktische Arbeit zu machen. Und jetzt kommt es zu den Vollversammlungen. Die sind natürlich auch ein Freiraum, wo dann, entschuldigen Sie, dass ich so sage, jeder politische Idiot jedes sagen kann. Soll auch so sein, aber da muss man das auch in eine Bahn bringen, wie kommt man zu konkreten Ergebnissen. Und die K-Gruppen waren gar nicht daran interessiert, dass die Bremer Universität funktionierte. Da waren dann wiederum diejenigen, die dann als Sozialdemokraten oder der Koschnik-Agent, der dann auf einmal versucht, praktische Beispiele zu bringen, das in diesen Vollversammlungen hinzubekommen, war wirklich eine große Schwierigkeit. Und es war eben auch, waren Versammlungen, die waren im wahrsten Sinne des Wortes chaotisch. Keiner wusste, wie jetzt irgendwie, wo kein roter Faden, passte eigentlich gar nicht in die, in die Universität. Als man dann wieder in die Universität ging, man hat ja diese Vollversammlungen an der langen Reihe in der PH gemacht, es gab ja keinen großen Raum, also war immer eine große Völkerwanderung von der Munde bis nach Walle. Und da waren auch für einen politisch Interessierten hochinteressante Diskussionen, aber eben ohne große Basis. Aber in einem Punkt muss ich widersprechen. Frau Krämer, Sie haben völlig recht. Der Vorwurf, das Diktum Kaderschmiede, rote Kaderschmiede, das hat geherrscht bis Mitte in die 80er Jahre hinein. Ja. Ich weiß wirklich, wovon ich rede. Und wir dürfen nicht vergessen, eine der größten Katastrophen, die wir erlebt haben, und da muss ich mal ein Kompliment machen an die Bremer, am Bremer Senat und alle politisch Verantwortlichen, war, als wir aus der Finanzierung ausgeflogen sind, 1980, Filbinger die Finanzierung, die Sonderfinanzierung der Universität Bremen aufgekündigt hat. Ich weiß, das haben wir empfunden wie ein Trauertag. Da waren wir richtig alle zusammen und haben gesagt, jetzt bricht das ganze Modell zusammen. Und dann geht der Bremer Senat her, und das gehört auch ein Stück weit sozusagen zu unserer Geschichte, und sagt, nein, ich stehe zu dieser Universität. Wo, heute wird man sagen, es war die klügste Entscheidung. Damals war das eine unglaublich tolle Entscheidung. Und wir haben es, ich sage es auch nochmal, auch selbstkritisch, wir haben es auch immer, nicht immer allen sehr leicht gemacht. Aber eine, ich will keine Anekdoten sagen, ich habe ein Erlebnis gehabt, das zeigte die Zeit. Frau Nina Grunberg, manche werden sie noch kennen, als die große Päpstin der Hochschulberichterstattung. Und seitdem habe ich ein gebrochenes Verhältnis zur Zeit. Ich lese die Zeit auch wegen des Wirtschaftsteils nicht mehr, aus einem anderen Grund. Der kam, Frau Nina Grunberg kam in GW2 unten in die Cafeteria und setzt sich zusammen mit Herrn Naber, Konrad Naber, mit dem berühmten Unternehmer, der später der größte Mäzen der Universität wurde, weil er so gut da sich wohlgefühlt hat, und mit Herrn Noltenius, der war früher mal Finanzminister, älterer Herr, die saßen da. Und dann sagt die Grunberg, jetzt zeigen Sie doch mal, geben Sie mir mal, dass ich was in die Feder schreiben kann, wie schlimm das hier ist und dass man hier nicht ordentlich studieren kann. Und wissen Sie, was die gemacht haben? Der Naber und der Noltenius, da kam ich vorbei mit einer Tasse Kaffee. Hickel, komm mal dazu, erklär mal dir, wie die Uni funktioniert. Da ist die mit Wut in Brand gegangen. Und damit, was ich damit sagen will, verallgemeinernd, die Universität, und das ist vorbei, das ist ein Riesenpfund. Heute würde nie anders sich erlauben, noch mal so einen Quatsch zu schreiben. Die Universität stand am Anfang unter einem, das hast du auch mehrfach gesagt, unter einem Diffamierungsdruck. Und ich habe ein Argument. Das habe ich auch gespürt, warum mich dann später Kollegen bei Konferenzen nicht mehr so richtig angeguckt haben. Es war das Argument, das Peter Senf schon angeführt hat. Es war einfach auch die Angst vor der Konkurrenz. Die haben Angst gehabt, dass sozusagen von ihren ordinalen Prinzipien, dass wir da etwas anbohren. Und eins kann ich mal sagen, wenn man heute die Universität wertet, dass es an anderen Universitäten in der Organisation und der Struktur offener geworden ist, das kann man mal sagen, ist sozusagen auch der Erfahrung der Universität, mit der Universität Bremen zu verantworten. Also ich glaube, zur Geschichte der Universität gehört auch wirklich, gehören die Finanzierungsprobleme. Da können sich Radio Bremen und die Uni die Hände reichen. Ja. Hatte das eigentlich einen Einfluss oder war das mit ein Grund dafür, dass sich sozusagen das, was in der DNA verankert war im Bremer Modell, nämlich also das sozialwissenschaftliche Eingangsstudium, was es gab, die Interdisziplinarität und die Drittelparität, dass sich das aufgelöst hat, dass es das irgendwann nicht mehr gab? Gab es da einen Zusammenhang? Hat sie nicht aufgelöst, aber es gibt ein drittes Argument oder ein zweites. Wir haben ja die berühmte Triade. Integration, Interdisziplinarität beziehungsweise Drittelparität, und wir haben ein ganz wichtiges. Da hat die Universität von Anfang an Großes geleistet, übrigens bis auf den heutigen Tag. Wir haben die Berufsorientierung
Wir wollten ein Studium, wo, wenn die Studierenden das Studium verlassen, nicht den Riesenschock kriegen, wenn sie in die Praxis kommen. So war es bei meiner Zeit in Tübingen. Wir wollten Praxisorientierung. Das war ein ganz wichtiges Prinzip. Und das ist ein Prinzip, das übrigens dann andere Universitäten nicht gemacht haben, aber später übernommen haben. Nur ein kleiner Unterschied. Bei uns hieß, da bestehe ich auch drauf, bei uns hieß Praxisorientierung, ich muss sozusagen meinen Job können. Ich muss einfach, wenn ich sozusagen in ein Unternehmen komme, muss ich meinen Job können. Aber was wir zugelegt haben, ich muss auch ein bisschen über die Berufspraxis hinaus eine gewisse soziale Kompetenz haben. Und ich war bei der Allianz im Aufsichtsrat und war entsetzt, habe ich mal einmal im Aufsichtsrat einem Vorsitzenden der Allianz gesagt, den Namen lasse ich jetzt weg, Sie hätten mal in Bremen studieren müssen. Wissen Sie warum? Dann hätten Sie begriffen, dass ein Unternehmen nicht nur eine Profitmaximierungsveranstaltung ist, sondern dass das Ganze nur funktioniert, wenn Sie sozial verankert, sozial verantwortlich sind. Und da haben wir groß, da können die ganz viele Kollegen nennen, die da in Bremen Großartiges geleistet haben. Das war im Jurastudium, in den Rechtswissenschaften gab es ja auch ein besonderes Modell, was es, glaube ich, sonst auch gar nicht gab in anderen Universitäten. Ja, es gab es schon. Es gab den Reformparagraphen im deutschen Richtergesetz. Das war ja die einzige Basis, auf der wir dann angefangen haben. Die einstufige Juristenausbildung. Da wurde das erste Staatsexamen wurde abgeschichtet. Und das wurde nicht in einem Staatsexamen gemacht, sondern in mehreren Schichten. Und dann gab es ein Schwerpunktstudium mit Schwerpunkt Praktika. Es war eine sehr enge Verbindung schon zu beruflichen Realitäten. Mein Strafrechtsstudium fing an und Strafrechtspraktikum nach 18 Monaten, also im dritten Semester. Ich konnte dann schon ab dem dritten Semester sehen, wird aus mir ein Richter oder wird aus mir kein Richter. Die Entscheidung war, es wird aus mir kein Richter. Also das hat man schon sehr früh erkannt, dass man sich anders orientieren muss. Und dann konnte man eben im Schwerpunkt Praktika feststellen, wie man eben beruflich auch sich dann in Anführungsstrichen verwerten kann. Ja. Ich habe über unentgeltliche Rechtsberatung mein Staatsexamen zur Arbeit geschrieben und habe bei der unentgeltlichen Rechtsberatung in der Arbeiterkammer mein Schwerpunktpraktikum gemacht. Es war eine direkte Verbindung und dieses Schwerpunktpraktikum, diese Praktika, fanden 4 Tage in der Woche statt. Das heißt, wir waren permanent in einer beruflichen Prüfungsumfeld und hatten einen Tag in der Woche ein Kontaktstudium an der Bremer Uni. Es war eine sehr enge Verzahnung, die uns natürlich auch den Blick geschärft hat, was sind die einzelnen Berufe. Wie ist das heute? Gibt es einen starken Praxisbezug ist die praktische Arbeit, wie ist denn das im Mathematik- und Informatikstudium gewesen, muss man jetzt ja schon sagen, weil Sie jetzt ein anderes Studienfach belegen, aber was macht man da, wenn man sagt, da soll der Praxisbezug früh hergestellt werden? Das hat mich bereits sehr beeindruckt im ersten Semester, da erinnere ich mich noch, dass wir neben unseren Grundlagenvorlesungen in lineare Algebra und Analysis hatten wir auch ein sogenanntes Plenum und da haben wir dann Projekte gemacht, wir haben in Gruppen gearbeitet, wir haben mit natürlich recht einfachen mathematischen Themen gearbeitet. Wir haben uns die Beweise erarbeitet, so wie ein Mathematiker dann auch im Alltag letztendlich arbeitet. Und natürlich war das in einer einfachen, abgespeckten Version, sodass es für frische Abiturienten letztendlich schaffbar ist. Aber von vornherein war es halt nicht nur so, dass wir auch in manchen Teilen eben den frontalen Unterricht bekommen haben, aber eben auch selbst was machen konnten und das ist uns selbst erarbeiten konnten und auch dann schon im ersten Semester eine eigene kleine, zumindest als Gruppe, dann eine eigene Ausarbeitung dazu schreiben mussten, wo wir das dann halt auch schon wissenschaftlich alles belegen mussten. Und das hat mich sind ja die Studienbedingungen heute so anders seit dem Bologna-Prozess, seit dem Bachelor- und Masterstudium. Ich habe den Lebenslauf von Frau Winter bekommen und ich hätte den am liebsten jetzt eigentlich mal in die Kamera gehalten, weil der mich wahnsinnig beeindruckt hat, aus verschiedenen Gründen. Da sind die vielen Dinge, die Sie machen, also neben dem, wo ich sagen würde, dem eigentlichen Studium, aber vielleicht gehört das alles heute dazu, also in was für Gremien Sie sich betätigen. Und dann gibt es eine Spalte auch mit dem, was Sie
privat für Interessen haben und wie sie sich sozial engagieren. Und da spielt die deutsche Gesellschaft, die DLRG, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, eine ganz große Rolle. Sie sind passionierte Schwimmerin, entnehme ich denen. Das verbindet Sie ja, Peter Senft. Sie hatten doch mal eine Schwimmerkarriere vor sich. Da war wahrscheinlich eine Uni mit See nebendran auch ganz praktisch. War das vielleicht auch ein Grund, dass Sie ihn bringen? Das war leider schon früher zu Ende. Ich hatte einen schweren Sportunfall mit 17 und war hier im Leistungszentrum hier 10 Jahre lang, also von klein auf. Und dann war eben durch den Sportunfall schlagartig diese Karriere zu Ende. Also der Unisee lockte dann auch nicht in den Vorlesungspausen? Doch auch. Ich habe in der Nachbarschaft gewohnt, das war also mein Badesee. Aber dann hatte ich eben aufgrund der vielen Zeit, die ich beim Schwimmen verbrachte, Zeit für Politik. Also das ist dann anders kanalisiert worden. Hannelore Feust, wie wichtig war dieser Unisee so in der Geschichte des Campuslebens, des Universitäten? Ja, für mich überhaupt nicht, weil man hört da ja immer so viele Geschichten. Ja. Jetzt dachte ich eigentlich, ich erfahre mal. Na, wir sind immer ein bisschen weitergefahren in den Pausen und haben uns da an der Hamme und so amüsiert. Aha. Das war auch sehr schön. Weil am Unisee wurde man dann ja auch gesehen. Ja, wäre ich nicht nur so kurz da gewesen, wer weiß, wie sich der Unisee für mich erweitert hätte. Aber so ich meine, also tatsächlich ist das heute ein Anspruch, den man auch hat, den eine Hochschule heute hat an eine junge Studentin, an die ganze Studierendengeneration, zu sagen, wir wollen euch ganz mit all euren Interessen, ihr müsst euch ganz früh schon präsentieren und uns zeigen, wie weit gefächert euer Interessengebiet, eure Engagements sind. Steht das ein bisschen dahinter, dass man unter einem gewissen Druck steht, was ich von früher aus meiner Studienzeit überhaupt nicht kenne, muss ich sagen. Ich würde nicht sagen, dass es so ein Druck an sich ist. Einfach das gesamte Gefühl an der Universität macht Lust darauf, sich einfach zu engagieren. Also zum Beispiel bei der DLRG habe ich mich bereits schon aus meiner Schulzeit engagiert und bin dann nur nach Bremen quasi, habe letztendlich einfach nur den Bezirk gewechselt, könnte man sagen. Und auch noch heute bin ich Rettungsschwimmerin am Bremer Bultensee und im Bremer Osten. Und also als ich an die Uni kam und eben, wie gesagt, diesen aktiven Studiengangsausschuss da vor Ort hatte, einen aktiven Aster. Ich glaube, einen Monat, nachdem ich an die Uni kam, gab es gerade wieder eine Eisblockade vom Aster organisiert, wo über die Streichung des Psychologiestudiengangs diskutiert wurde damals. Und das hat mich schon sehr begeistert. Und die haben auch letztendlich mobilisieren können dann. Also ohne dass ich groß wusste damals, was dahinter alles steckte, habe ich mich da auch anstecken lassen und habe da dann auch mitgemacht. Also ich muss wirklich sagen, am Unisee nochmal, das ist sehr unbedingt gerne. Also Unisee, da geht eine, ich versuche zu verallgemeinern. Der Unisee war deshalb wichtig, weil das, was wir gepflegt haben, den Kontakt mit den Studierenden, das ist alles am Unisee passiert. Ich erinnere mich, wenn ein großes Projekt, zweisemestriges Projekt über Hafenwirtschaft, über was weiß ich, abgeschlossen war, dann ist man mit allen Projektstudierenden, mit den Professoren, ist man an Unisee und da haben wir richtig, der Professor das mussten, übertrifft meine Vorstellung, wir mussten natürlich bezahlen, zwei Fässer Bier, mein Kollege Schäfer, der leider verstorben ist, ein großer Makroökonom, Peter Kallenbach und die waren, wir haben da immer gepflegt und es gibt ein gepflegtes Bier, der Umgang war ganz wichtig. Das kann ich heute nicht mehr zum Prinzip machen. Es gibt einige an der Uni, die staunen, die sind ökonomisch ein bisschen besser aufgestellt, die laden auch noch viele Studierende ein, aber das ist heute schwierig. Aber es war damals, zum Gründergeist gehörte man, dass man auch die Lehrenden und Lernenden auch in der Freizeit das zusammenbringt. Das war Mitte der 80er auch noch so. Wie ist das heute? Gibt es sowas, dass man sich trifft mit seinen Dozentinnen, Dozenten, Professoren, privat? Gibt es Einladungen? Also privat habe ich es an sich noch nicht großartig erlebt, aber wie ich es zum Beispiel momentan bei meinem aktuellen Studiengang erlebe, Integrierte Europastudien ist ein recht kleiner Studiengang, aber auch irgendwie ein besonders toller Studiengang und die Professoren sind auch wirklich sehr nah bei den Studierenden. Und wenn es da letztendlich Veranstaltungen gibt, die Studierenden auch organisieren oder die auch das Institut inszeniert, da sind dann auch alle da. Also alle Professoren, alle wissenschaftlichen Mitarbeiter, alle Studierenden.
Und das ist auch schon eine richtig schöne Atmosphäre. Und ein anderer Aspekt, den ich auch noch erwähnen wollte, ist, dass wir dieses, was Sie gerade meinten, was Sie als Zwang formulierten hatten, dass wir das zum Beispiel in der Jufe-Allianz momentan aber auch sehr fördern, weil wir als Teil von unserem Belohnungssystem, unserem Diploma-Supplement, dass wir da eben sogar auch soziales Civic Engagement, letztendlich ziviles Engagement, ebenfalls auch mit einem einem Zertifikat. Jufe müssen wir, glaube ich, mal eben kurz aufdröseln, nochmal, was das heißt, weil das nicht jedem genau. Das ist Young Universities. Young Universities for the Future of Europe. Junge Universitäten, so wie die Uni Bremen. Das sind 10 Universitäten und 4 nicht-akademische Partner. Und wir gemeinsam sind ein Verbund und wir möchten eine europäische Universität gründen. Und die Uni Bremen ist ein Teil davon. So, da gibt es ja jetzt vielleicht heute Abend ein paar Tipps, wie man so eine Uni gründet oder auch nicht gründet. Yeah. Darum merke ich, haben Sie sich... In meinem Kopf schreibe ich schon mit. Sehr gerne einladen lassen. Wobei ich muss wirklich sagen, es war also von allen Beteiligten in der Runde am schwersten, ein kleines Telefonbesprechungstermin mit Jessica Winter zu bekommen, weil es dauernd hieß, also da habe ich die Videokonferenz von davon, da geht es gar nicht, da habe ich den ganzen Tag das. So, ja? Ich habe wirklich ein bisschen mit den Ohren geschlackert. Sie sind ja auch Präsidentin der Jufe, glaube ich, jetzt, oder? Nicht mehr tatsächlich. Also bis November 2021 war ich die Präsidentin des Jufe Student Forums. Also wir haben von den 10 Universitäten jeweils 3 Studierende. Wir gründen ein Gremium, in dem wir uns vernetzen. Und wir alle sind auf allen Ebenen der Allianz eben mit eingebunden. So wie es auch letztendlich eben anscheinend in der Uni Bremen auf jeden Fall auch in den Gründungsjahren schon geliebt wurde. Und wir können da einfach mitgestalten und wir vernetzen uns. Und ja, davon war ich die gewählte Präsidentin für etwas über ein Jahr. Wird diese Universität mal ein Betonklotz auf einer Kuhweide sein? Oder ist es eine virtuelle Angelegenheit? Ich weder noch. Also ich denke, dass es eine Kombination ist letztendlich. Ich denke, wir brauchen auf jeden Fall die Universitäten. Wir brauchen vor Ort die Diskussion, die Vernetzung, dass man eben das erlebt. Und ein Teil von Jufe ist eben auch, dass wir ein Studierendenprogramm letztendlich ja auf die Beine stellen. Und da geht es zum Beispiel aber auch eben viel auch um die Mobilität, Studierendenmobilität, dass wir an die anderen Unis gehen können, dass wir dort mit den Leuten reden können, dort von den Leuten lernen können, von brillanten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern lernen können und uns dort austauschen und diskutieren und eben auch mit Menschen diskutieren, die nicht in dem gleichen Dunstkreis wie wir aufgewachsen sind. Und das aber ich staune so ein bisschen, dass das fehlt. Also bei all dem, was man so an Studienalltag schon hat und an Inhalten, auch gerade in dieser sehr mobilen jungen Generation, wo man doch schnell mal die Unis wechselt, gerade auch zwischen Bachelor- und Masterstudiengängen hin und her switcht, dass das immer noch nicht reicht. Was ist denn das Ziel dieser Jufe? Was soll denn das mal sein, wenn die fertig ist? Falls es überhaupt fertig wird, es kann ja auch ein Prozess sein. Kann eine Universität je fertig sein? Das stimmt. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine Aufgabe, eine strategische Aufgabe für auch Jahrzehnte tatsächlich, ja. Und momentan ist unser nächster Schritt vielleicht aus diesem Verbund, aus diesen Partnern eine Art Föderation vielleicht sogar zu gründen und später vielleicht irgendwann ja eine Universität aus letztendlich 10 Universitäten aus ganz Europa, eine europäische Universität mit mehreren Campussen und mehreren verschiedenen Forschungsschwerpunkten und Zentren und den See nicht vergessen, der ist wichtig. Ja. Aber da habe ich noch einen Beitrag zum See. Der hat was mit der Juristenausbildung zu tun und den fehlenden rechtlichen Rahmenbedingungen in der Juristenausbildung. Wir wussten, dass wir Punkte machen mussten und haben dann wie wild Arbeiten auch geschrieben in den Fächern, die uns lagen. Und dann kam 1973 eine Studienordnung. Da durften wir nur so und so viele Punkte im Strafrecht, so und so im Verwaltungsrecht machen. Und da saßen wir natürlich alle etwas geplättet da, weil immer Lücken waren. Und diese 36 und später 70 Anfängerjahrgänge, die haben sich zusammengefunden in Gruppen. Da wurde dann gesagt, du bist stark im Strafrecht. Diese 6 Leute, denen hilfst du jetzt dabei, die Arbeiten auszusuchen, um die Punkte zu bekommen. Das war eine solche Kollegialität, die war komplett im Gegensatz zu den Vollversammlungen.
Da haben uns Lehrerstudenten gefragt, mit denen redet ihr? Mit denen seid ihr zusammen? Das organisiert ihr? Das war völlig nebensächlich. Da ging es um die Lösung eines ganz praktischen Studienproblems, was in einem, heute würde man sagen, Projekt, das dauerte etwa 6 Monate und dann hatten wir alle so eingenordet, dass die dann ihre Punkte alle abgeben konnten. Das war eine solche starke soziale Komponente und die war auch nur durchzuhalten, wenn man von Zeit zu Zeit mal an den Unisee ging und dann auch mal alle 5 gerade sein ließ. Das ist also eine schöne Sehhilfe dann. Darf man noch mal was? Also Sie haben mich angeregt. Entschuldigung, Sie haben mich angeregt durch diese wirklich sehr spannende und mich begeistert, weil ich nicht so wusste, begeisterten Hinweise zur Internationalisierung. Der Punkt ist in der gesamten 50 Jahre Geschichte der Universität praktisch nicht vorgekommen. Die Tatsache, dass die Universität Bremen sehr früh Internationalisierungsdimension hatte, sehr, sehr früh, was mich sehr bedauert habe, dass an der Festschrift zur Universität aus dem Umfeld des Weserkuriers eine sehr schöne Schrift, aber es ist kein Wort steht drin über Internationalisierung. Wir haben das Renommee, die Akzeptanz, die internationale Anerkennung dieser Universität ist durch handelnde Personen sehr, sehr früh ausgelöst worden. Ich denke zum Beispiel, ich muss auch mal ein paar nehmen, Dieter Senghas. Dieter Senghas war wirklich, ich sag mal so, der Superstar der internationalen Friedensforschung, internationalen Forschung. Und der hat diese Universität auch bis hin zur UNO, der war in UNO-Gremien, unglaublich bekannt gemacht. Dann muss ich natürlich erwähnen, denjenigen, der maßgeblich an der Exzellenz, am Gelingen der ersten Exzellenzinitiative beteiligt war, mein Freund Stefan Leibfried, der damals den Sonderforschungsbereich Staatlichkeit im Wandel gemacht hat. Dann gab es zum Beispiel Kollegen, die wir gar nicht so groß mitgekriegt haben, aber in Afrika, ich will nicht nur Hinz nennen, sondern ich will auch Wohlmuth nennen. Karl Wohlmuth war oder ist einer der ganz großen Afrika-Forscher. Die waren in den Ländern, in denen sie beraten haben, auch Kniba zum Beispiel, Staaten beraten im Rahmen der Ölverträge in Nordafrika, Rolf Kniba, die waren in den Ländern viel anerkannter als das, was hier angekommen ist. Und ich finde, weil, das sage ich einfach mal, auch mit, man merkt es ja mit Inbrunst, ich könnte viele Namen noch hinzufügen, Klaus Offe war zwischendurch auch mal hier, Ulrich Preußen, wie auch immer, diese Dimension, da war immer klar, wir haben es nicht so schön gemacht wie Sie, wir haben es nicht konzentriert in eine Institution, das finde ich jetzt toll, das ist eine richtige Weiter- und Fortentwicklung, aber diese Universität war nicht provinziell, sondern sie professionell sozusagen mit ihren Kämpfen vor Ort, sondern sie hat von Anfang an mit großartigen Kollegen eine internationale Dimension entwickelt. Und ich finde es schade, Dieter Senghas hat mich zu meinem Geburtstag angerufen und habe ich gefragt, sag mal, wie empfindest du denn das mit der Wissenschaft? Ja, die jungen Politikwissenschaftler, die nehmen überhaupt noch Leute bis vor 10 Jahren zur Kenntnis. Vor 10 Jahren gab es das nicht, für die Geschichte gibt es nicht. Und da ist auch bis hin zu politisch Entspannungspolitik, ein Name muss ich nennen, Wolfgang Eichwede, ist sozusagen, ohne den kann man sich das gar nicht vorstellen, wie die Entwicklung mit Osteuropa, mit Russland, mit der Sowjetunion gelaufen ist. Das sind großartige Figuren. Und wo war die und wo haben die gewirkt und wo verdienen sie die Anerkennung? An der Universität Bremen, 50 Jahre. So. Warum sind Sie weggegangen, Hannelore Feuß, 72, nach einem Jahr? Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Ich bin schwanger geworden und ich wollte dann nicht in der Schwangerschaft gleich wieder in eine 40-Stunden-Sache reinkommen. Dafür hatte ich mir das zu sehr gewünscht, ein Kind zu bekommen. Und wenn Sie auf dieses Jahr zurückblicken, was hat das bedeutet für Ihr Leben? Sie haben ja dann, sind ja unglaublich umtriebig unterwegs gewesen in vielen Berufszweigen noch. Ja, das hat mein Selbstwertgefühl erheblich gesteigert, weil ich einfach ausprobieren konnte und damit auch weiter. Ich habe auch Resonanz gefunden und das ist dann etwas, wo man sich dann anschließend gut weiter mit bewegen kann. Ich habe dann im hohen Alter von 50 habe ich gesagt, jetzt will ich eigentlich mal wissen, was ich alles nur halb immer machen konnte, weil ich keine Akademikerin bin. Und dann habe ich diesen Abschluss noch gemacht bei der Akademie für Arbeit und Leben. Und das wollte ich beruflich nicht mehr nutzen, aber da ist ein ganz wesentlicher Baustein sicherlich gewesen, dass ich in der Uni ein Jahr so richtig
powern konnte. Und Grund waren flache Hierarchien, nehme ich an, auch, dass man sie hat machen lassen. Ja, vor allen Dingen, wenn man wissensdurstig ist, man keine Hemmung haben muss, um zu fangen. Erzähl mir mal eben bei der Juristenausbildung den und den Punkt, weil ich musste da ja auch vorne stehen und Pressekonferenzen machen. Und ich bin kein Mensch, der irgendwo davon reden kann, wenn er es nicht versteht. Und darum habe ich viele wissenschaftliche Mitarbeiter und Profs gehabt, die mich gebrieft haben. Und das hat mir sehr geholfen. Ich würde so gerne noch mal was erfahren über dieses integrierte sozialwissenschaftliche Eingangsstudium, was ja damals verpflichtend war. Auch, ich glaube, 3 Semester ging es. Zwei Semester. Was passierte da? Was war das Besondere daran? Ja, ich habe es ja selber mitgemacht. Ich habe es selber mitentwickelt. Das Wichtige war, dass sich Professoren und Professoren mit den Mitarbeitern aus den unterschiedlichen Fakultäten zusammengesetzt haben. Das waren die Juristen, das waren wir Ökonomen und es waren vor allem die Sozialwissenschaftler. Es waren auch Historiker dabei und die haben das veranstaltet. Wir haben gemeinsam dann die Programme, ich habe jetzt entschlossen, anlässlich meines Geburtstags, diese ganzen Akten, die ich noch habe, hast du mich auf die Idee gebracht. Ich habe so einen Stapel noch für ISIS, wie wir das konzipiert haben, von Anfang bis Ende. Das würde ich gerne dem Universitätsarchiv, das ich ja für ein sehr wichtiges Angebot hier an unserer Universität halte, zur Verfügung stellen. Wir haben dann beispielsweise sozusagen angefangen, ja, wenn man sagen, ich mache mal ein Beispiel, Arbeitsmarkt. Was passiert am Arbeitsmarkt? Da wird entschieden über Arbeit. Zu welchen Lohnbedingungen, zu welchen Arbeitsbedingungen, gute Arbeit und so weiter. Und da haben wir die Juristen, also euch, ihr seid ja immer pfiffig gewesen mit dem ganzen Arbeitsmarktrecht. Die Historiker und die Philosophen, beispielsweise Reichelt, Philosophen, haben uns erklärt, den Begriff der Arbeit über die Werttheorie von früher bis heute, also vor allem aus der Zeit sozusagen Adam Smith und sowas. Und dann haben wir die Sozialwissenschaftler gehabt und haben sozusagen und die dann den Einfluss gegeben, dass Arbeit, weil so ein Satz, der heute selbstverständlich ist, aber immer wieder diskutiert wird. Arbeitskraft, Arbeitskraft ist eben nicht nur eine Ware, sondern ist im Grunde genommen ist ein soziales Verhältnis und wie man so ein soziales Verhältnis gestaltet. Das Problem beim ISIS, ich finde, wir haben das gut gemacht. Wir haben nur schnell gemerkt, wir müssen eine Korrektur vornehmen. Weil im ISIS ist natürlich nicht das, wie es heute ist, Fachwissen, da fängt man nicht an, Mikro 1, Mikro 2, Makro 1, Makro 2, sondern das haben wir dann hingekriegt, dass man neben die zwei, das ist ganz wichtig, neben die Säule des ISIS von Anfang an das Fachstudium gesetzt haben. Und so gab es in gewisser Weise eine produktive Beziehung zwischen dem, was man verallgemeint und im Fachwissen, da ist dann Preistheorie gemacht worden. So wie man es an jeder anderen Universität macht, da ist Wachstumstheorie gemacht worden oder die Juristen haben ihr sagen gemacht. Und das war ein sehr, sehr gutes Erlebnis. Ich weiß, für mich ist immer die empirische bange Frage, die ich heute oft noch existenziell erlebe. Wenn mir auf mich jemand jetzt beim Impfaktion, kommt jemand auf mich zu, großer Leiter des Impfzentrums, sagt, kennen Sie mich eigentlich noch? Ich habe bei Ihnen studiert. Da bin ich erstmal, boah, stolz, der Meister managt das Ganze und wunderbar. Und dann stelle ich immer die bange Frage, sind Sie trotz oder wegen des Studiums etwas geworden? Und dann ergibt sich das so, also wir haben... Das muss man als Statistiker aufpassen, dass man es nicht zu schnell in Induktionsschluss macht. Aber alles, was ich erfahren habe, mit Studierenden, die bei uns waren, auch dankenswerterweise Alumni berichtet, ja, hat ja tolle Berichte über die ehemaligen Studierenden. Das finde ich wunderbar. Da wollte ich auch mal ein Kompliment machen, dass die Veranstaltung durch die Alumni-Bewegung zusammen mit uns zustande gekommen ist. Da wird immer berichtet, im Grunde genommen wird berichtet, dass es eigentlich insgesamt erfolgreich war. Ich war jetzt irgendwann bei der Little Sail auf dem Schiff und da kommt einer auf mich zu, ich glaube, Ihre Frau hat bei mir studiert. Und dann ruft er die an, kennst du den Hickel? Und dann sagt er, ja, den kenne ich. Und dann hat er das Diplomarbeitsthema, das waren so 100 Leute, das waren aus der Wirtschaft, über regional relevante Menschen, sage ich mal vorsichtig. Und er hat gesagt, wissen Sie, was ich toll finde an der Erinnerung? Das war vielleicht vor 20 Jahren, worüber hat die Frau diplomiert? Über die Rolle der Frauen in der Bremer Wirtschaft. Ich habe sie schon wieder vergessen gehabt. Auch das, wie man sagt, so ein aktuelles Thema. Heute geht es gar nicht mehr ohne das. Und da war die Universität mit ihren Möglichkeiten immer ein bisschen mit der Nase voran und hat schon Themen aufgegriffen. Auch Umwelt beispielsweise. Der Rektor Scholz-Reiter, finde ich ganz wunderbar, hat das, finde ich, diese nochmal klar fixiert auf die klimaorientierte, klima
leistende Universität. Und ich finde, das Ziel, was da gesetzt ist, und weil der Universität ja heute unglaublich tolles Angebot gibt, ist damals schon ein bisschen zusammengewachsen. Und natürlich war die Schrift 99 Fragen zur Atomwirtschaft, dass die ganze Atomenergie, die war damals machtvoll, noch in der Feldwirre von Franz Josef Strauß, dass die Uni runtergemacht worden ist als Kaderschmiede. Das ist doch klar, wenn renommierte Naturwissenschaftler in 99 Punkten widerlegen, warum die begründen, warum die Kernkraft wirklich gefährlich, nicht beherrschbare Technologie, dann würde ich sagen, wir haben damals gelitten, haben Image verloren, aber wir haben eigentlich auf Dauer genau das Richtige gemacht. Wir haben das gemacht, was zur Wissenschaft gehört, nämlich in einer Phase ohne Rücksicht auf Interessen, das zum Ausdruck zu bringen, was wir brauchen. Heute ist es gewisser. Heute kann man diese Studie eigentlich nehmen in die Debatte im Bundestag beziehungsweise zu Herrn Habeck, zum Bundeswirtschaftsminister, wenn diskutiert wird, jetzt ja gerade, ja, CO2, ja, mit Atom oder ohne Atom. Soll man alles nochmal lesen, hat die Universität schon vor Jahren einen super Beitrag dazu gemacht. Es bleibt als Sie 79 weggegangen sind, Peter Senft, von der Uni, wie waren das? Wie waren denn, als Sie die Zeugnisse vorgelegt haben, bei Bewerbungen vielleicht, wie war denn da die Resonanz? Ich habe nur ganz wenige negative Reaktionen bekommen, wenn ich mich dann beworben habe. Ich bin ja erst dann ins Ausland gegangen, nach England. Da war interessant, wie viel von der Bremer Uni, von dem Bremer Modell schon bekannt war. Ja. Und da gab es sicherlich auch kritische Punkte. Ich weiß noch, als ich im King's College in Cambridge war, machte ein Professor eine flapsige Bemerkung und ein anderer hat dann gesagt, jetzt holen wir die Leute mal zusammen und dann erklären Sie uns mal bitte das Bremer Modell. Und das war eine so fruchtbare Diskussion und das habe ich auch an vielen anderen Ecken der Welt dann auch gemerkt. Zum Beispiel in Nordafrika, wo dann der Botschafter dann sagte, ja, Bremer Universität, und dann sagten aber die Hochschullehrer eben in Tunesien, ja, dann gucken Sie sich doch mal an, was hat denn Herr Knieper dort gemacht? Der hat uns ja an den und den Punkten geholfen. Sie sollten sich in Ihrem eigenen Land mal bitte etwas besser umgucken. Also da kam dann auch sofort eine kritische Haltung von Seiten der Wissenschaft im Ausland. Und das sind sicherlich eine Reihe von Einzelgelegenheiten gewesen, aber das war eben sehr, sehr positiv. Und zu meinem Studium konnte ich eben sagen, ich habe eben nicht nur Jura studiert, sondern habe dann bei dir einiges über Ökonomie mitbekommen und habe dann eben auch in anderen Bereichen reingeguckt, ohne dass es ein Studium Generale war. Wenn nur der Jurist auftaucht, dann weiß man genau, aha, dann braucht man bloß in die BRAGO, in die Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung gucken und dann weiß man, wie so ein Mann funktioniert. Aber als Gewerkschaftssekretär hat man das Ganze zu sehen. Da habe ich eben die Grundlagen dort an der Bremer Universität bekommen. Ja, es gab ja, also nach dieser Kaderschmiede haben wir jetzt abgehakt, in den 80ern nochmal so ein Pressewirbel, da hieß es dann Reformruine Bremen. Da wurde die Bremer Uni abgeschrieben nach dem Motto, die haben das eigentlich mit Reformen gar nicht so gut hingekriegt. Und es gab ja dann einfach einen großen Umbruch, wirklich eine neue Ausrichtung. Es gab neue Studiengänge. Also Produktionstechnik kam, Elektrotechnik, all diese technischen Studiengänge, die Geisteswissenschaften drohten, so ein bisschen ins Hintertreffen zu gelangen. Also da wurde auch einfach ein neuer Kurs eingeschlagen. Und dann, ich weiß nicht, das wird Herr Hickel dann ja am besten noch, da waren dann sowas wie Kotau vor dem System, große Studentenproteste, die Angst hatten, dass man wissenschaftliche Interessen an die Wirtschaft verkauft. Das war ja auch nochmal eine ganz große Grundsatzdebatte, die in den 80ern dann nochmal für Furore gesorgt hat. Ja, schön, dass Sie das ansprechen. Wir haben ja so eine zweite Krise, gewisserweise nach dem Geburtsakt eine zweite Krise, die Sie sehr schön beschrieben haben. Ich sage mal so, das haben Sie auch schon aufgezählt, wir haben einerseits die Produktionstechnik, die Studiengänge, Maritim und was weiß ich nicht alles. Und wir haben vor allem dann auch die großen Institute bekommen. Und da muss ich sagen, das ist das Verdienst, das sage ich unheimlich gerne, das Verdienst von Jürgen Timm, der sozusagen diese Universität sozusagen verallgemeinert oder sozusagen weitergeführt hat. Und zwar weitergeführt hat, es gab von Anfang an, war die Naturwissenschaft, Produktionstechnik, sowas war unterbelichtet. Und die ist dann, und das ist dann aufgegriffen worden. Dazu kommt, darf man nicht vergessen, der Technologiepark, der natürlich auch ein Bekenntnis war, das ein sehr gutes Bekenntnis dieser Universität war. Science Park, wir stehen dafür, dass wir unsere Wissenschaft
dann sozusagen für Start-ups auch Möglichkeiten bieten. Ich habe selber zwei, drei Start-ups begleitet, die kamen unmittelbar aus der Universität, aus der Biologie, die dann Unternehmen aufgemacht haben. Dann kam beispielsweise nicht zu vergessen OHB dazu, OAS dazu, diese großen strategischen Unternehmen, OHB, wo ja durch den alten Chef, durch Fuchs, den Vater jetzt von Marco Fuchs, eine unglaublich von Anfang an war das eine Jumelage zwischen der Universität und diesem Unternehmen, liegt ja auch der Hand, dass da großartige Forschung gemacht wird. Aber der Bruch war schmerzhaft, er war schmerzhaft, aber er war nötig und er war meines Erachtens auch sehr erfolgreich. Nur ist eins auf der Strecke geblieben. In diesem Umstrukturierungsprozess ist meines Erachtens das, was du wunderbar jetzt nochmal ausgeführt hast, ich sag mal, diese Gesellschaft, die Öffnung für Studiengänge und Studium ist etwas unter die Räder gekommen. Das ist eindeutig der Fall und das haben wir dann auch immer wieder kritisiert, dass man jetzt eigentlich auch den, sozusagen das weiterentwickeln muss. Da haben Sie aber, Frau Krämer, vorher schon einen Punkt gebracht. Man darf, eins dürfen wir nicht vergessen, bei meinem ganzen Urteil über die Bremer Universität, das früher vielleicht mal radikaler negativ war, als also heute versuche ich das ja einige Mal hinzukriegen. Da ist nicht zu übersehen der Bologna-Prozess. Ich war ein Gegner des Bologna-Prozesses. Ich habe nie verstanden, wie man eine tragfähige Diplomstruktur, wie man die ablöst durch Master und ich habe, also das war das internationale Vergleich. Das hat auch die Universität Bremen. Und zwar objektiv war das ein Zwang und ein Drang, den mussten wir, auch ich als damaliger Professor, mit umsetzen. Und damit ist uns der Spielraum, den wir hatten im Gründungsprozess, weggenommen worden. Ich habe einen Satz, der mir wichtig ist, den würde ich so formulieren. Wenn, oder die Frage, wenn wir heute diese Universität nochmal neu gründen würden, dann wäre das völlig unmöglich, allein schon wegen der Akkreditierungsverfahren. Und deshalb sage ich, der Blick nach vorne lautet, wir wissen, wir stehen unter viel mehr Zwängen, wir stehen in der internationalen Anerkennung, aber wir müssen sozusagen unterhalb dieser Linie müssen wir sozusagen ein paar eigenständige Elemente ansetzen und das heißt vor allem Interdisziplinarität und Offenheit und vor allem, ganz wichtig, Abbau von Hierarchien im Sinne, dass die alte Ordinarenherrschaft so an mancher Ecke, manchem Institut von links oder rechts sich wieder durchsetzt und plötzlich wieder brutale Abhängigkeitsverhältnisse. Die Universität braucht aufgeklärte Hochschullehrer und Hochschullehrer. Und was sie auch braucht, das ist ein großes Problem, die ganze Arbeit, die wir gemacht haben, stand nicht damals unter dem Druck der Prekarisierung wissenschaftlicher Arbeit. Für mich die Zukunft, das ist aber nicht nur eine Frage an die Universität Bremen, die Zukunft der Universitäten in Deutschland, überhaupt der Hochschulen, ist nur lösbar, wenn wir eine ordentliche Finanzierung wirklich von künftigen Karrieren hinbekommen. Wenn ich an meinem Institut jemanden einstellen musste für 12,8 Monate mit einem Drittel oder was weiß ich Gehalt, dann sind mir da fast die Tränen gekommen. Also, das ist eine Botschaft an alle, darunter leidet die Bremer Uni wie alle anderen. Wir müssen sozusagen zu einer ordentlichen Struktur auf der Finanzierung von Wissenschaft im Bau kommen. So wie ich groß geworden bin, viele andere, die wir sind groß geworden als Assistenten, waren gut finanziert, haben dann unsere Karrieren gemacht. Heute bewundere ich junge Wissenschaftler, Wissenschaftler, unter welchen brutalen, teilweise sehr prekären Arbeitsverhältnissen sie ihre Karriere planen machen. Das ist ein Riesenproblem. Geht es in die wissenschaftliche Karriere, Jessica Winter, haben Sie da schon Ambitionen? Also man könnte es denken, wenn man sich das anguckt, was Sie alles machen. Ich bin mir noch unsicher. Also ich habe mich ja vor kurzem umorientiert mit meinem Studiengang und studiere jetzt somit jetzt im dritten Semester. Ich habe allerdings auch sehr, sehr viel Freude bei meinem studentischen Job, den ich momentan mit 20 Stunden die Woche sogar noch nebenbei mache. Und dabei, das war für den Deutschen Wissenschafts... Für den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, genau. Und da habe ich jetzt bisher sehr viel in der Geschäftsstelle des Hochschulforums Digitalisierung gearbeitet und das hat mir auch nochmal wieder fachfremde Einblicke gegeben, die mich aber auch unglaublich interessiert haben und die mich ursprünglich eben auch gerade von dieser studentischen Engagementsseite sehr interessiert haben. Also wie können die Studierenden die digitale Transformation an den Hochschulen gestalten letztendlich? Ja, wo geht's da hin? Das würde mich wirklich mal interessieren. Also da sind wir ja alles unbeschriebene Blätter, was das angeht. Gut, die Laptops in der Vorlesung, die genervt haben, aber heute die gibt's noch heute. Aber natürlich auch die Smartphones heutzutage dann. Oh, danke. Genau. Ja, also ich denke, auch die Pandemie hat uns gezeigt, es gibt vielleicht sogar mehr Möglichkeiten auch im digitalen Raum, als sich die Unis und allgemein die Unis in ganz Deutschland vielleicht
zuvor zugetraut haben. Und ich glaube, dass es eine spannende Gelegenheit ist, eben das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Also ich glaube, dass die Zukunft durchaus in Richtung einer Blended University geht, einer Universität, die letztendlich eine Mischung, eine richtig schöne, angemischte, bewusste, strategisch gewählte Mischung aus Präsenzinhalten, aus den Diskussionen vor Ort und einem sinnvollen, in dem Fall jetzt pandemiebedingten, Einsatz durchaus von digitaler Lehre und von digitaler Wissensvermittlung eben auch kombiniert und für die Studierenden und eben auch für die Lehrenden letztendlich Gewinn bringt mit integriert in den Alltag. Also ich meine, es kann ja auch eine Entlastung sein für die Lehrenden beispielsweise, gewisse Inhalte oder auch gewisse organisatorische Aufgaben letztendlich auch an Technik, an Digitalisierung abzugeben. Man möchte fast wieder studieren. Oder? Zwei Sätze will ich gerne sagen. Die Digitalisierung, das auch gehört auch zur Geschichte der Universität Bremen. Die ist völlig untergegangen, steht in keiner Festschrift, nirgendwo was drin. Wir haben in Bremen oder die Bremer Universität hat sehr frühzeitig die ganze Digitalisierungsvoraussetzung geschaffen. Das Zentrum für Netze, von dem ich von Anfang an da mitgearbeitet, von der ersten Ausgabe einer E-Mail-Adresse. Das ist eine großartige Einrichtung, die ist viel zu wenig evaluiert worden in der Debatte, dass wir im Gegensatz zu anderen Universitäten, natürlich auch mit dem Problem, dass da irgendwann ein super Rechner in der Luft hing und nicht runter durfte wegen Protektionismus und Siemens, aber wir haben, das Zentrum für Netze ist bis auf heute großartig. Das Zweite ist, die Pandemie hat gelehrt oder hat nicht gelehrt, sondern hat uns gezeigt, dass die Universität relativ gute Voraussetzungen hatte. Und ich muss sagen, ich bin ja auch ein Beteiligter, kriege das ja mit, über meinen Institutsarbeitsplatz, den ich noch habe, Gott sei Dank. Die Universität hat die Pandemie in einer wirklich großartigen Weise bewältigt. Ich war überrascht und vor allem war ich überrascht, weil ich es nicht erwartet habe. Nämlich dieses sofort aber wir hatten die technischen Fazilitäten für den Umstieg auf Digitalisierung. Die sind schon über Jahre herangewachsen und die konnte man nutzen. Das ist ein Kompliment. Tut mir leid, dass heute mal ein Kompliment rauskommt. Wir wollen ja feiern und wollen Komplimente hören, aber ganz kleiner Wermutstropfen dann doch in die Rede, die Herr Heckel gerade gehalten hat. Sie haben ja erzählt in unserem Vorgespräch, dass es viele Studierende gibt, die auch abbrechen, die jetzt diesen Spirit, von dem Sie ja sehr beseelt sind, diese Lust am Studieren, die das anscheinend nicht so erreicht hat und die jetzt sagen, also unter Pandemiebedingungen, das ist wohl nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also was bedeutet das für diese Studierendengeneration 2020, 21, 22, was wir gerade erleben? Wie würden Sie das schildern? Ja, also ich halte tatsächlich die Pandemie tatsächlich wirklich für eine Tragödie für die Jugend tatsächlich ein Stück weit. Einfach aus dem Grund, dass, was ich eben beschrieben habe, was ich hier für die Zukunft sehe, eine Blended University, aber eine Mischung eben aus Präsenz und Digitalem, dass das Richtige ist. Aber keiner von diesen Studierenden hat sich bewusst für ein Fernstudium entschieden, sonst hätten sie sich nicht an der Uni Bremen eingeschrieben. Und man muss sich darüber auch nachdenken, diese Leute, die jetzt gerade 18 und 19 sind, die haben schon während der Pandemie ihr Abitur gemacht. Und auch gerade in den Schulen gab es durchaus einiges an Problemen in der ersten Umstellung eben auch auf das Digitale. Und die haben unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen teilweise eben ihre Abschlussprüfung gemacht. Und das steht nun mal dann jetzt im letzten Jahr, stand eher in Aussicht, dass es so weitergeht für sie. Und dadurch löst es auch viel Frustration aus. Und ich denke, dass dort auch einfach die Studierenden und die Schicksale dahinter gesehen werden. Ich meine, es hängt auch viel zusammen mit dem Aspekt der Unabhängigkeit. Viele Studierende sind heutzutage einfach nicht mehr zu Hause ausgezogen. Die haben dann halt noch aus Frankfurt an der Uni Bremen studiert, aber sie haben mit dem Kopf sich nicht so geöffnet und auf das Studium eingelassen, wie ich das vielleicht konnte zu Beginn meines Studiums. Und wenn man sich da gedanklich nicht lösen kann, ich glaube, das ist ein gefährlicher Schritt, der dann letztendlich auch zu einem Abbruch spricht. Und dieses Gefühl, diese Freiheit, dass man das anregt eben, das ist etwas, was wir uns auf jeden Fall bewahren müssen in der Pandemiezeit und dass wir auch, woran wir arbeiten müssen, dass wir die Studierenden dort eben zum Brennen bekommen, entfachen können. Ein wichtiges und schönes Schlusswort. Ich würde trotzdem, weil es ja Geburtstag ist, jeden bitten, ein ganz kleines Päckchen für die Universität Bremen zum 50. zu schnüren. Einen kleinen Gedanken, den Sie der Uni Bremen mitgeben für die nächsten 50 Jahre, Hannelore Feust. Also ich wünsche mir, dass die Studenten wesentlich mehr Mut wieder beweisen
und sich mehr einmischen in die Gesellschaft. Das vermisse ich in letzter Zeit. Also wahrscheinlich habe ich die goldene Zeit miterlebt, wo richtig Ramuzamo war. Aber ich wünsche mir viel mehr Feuer. Peter Senft. Ich wünsche mir, dass die Studenten auch in den nächsten 50 Jahren die Chancen hatte, dass sich das Studium und Arbeitswelt miteinander verbinden kann und auch schon rechtzeitig im Studium weiß, was mich in der Arbeitswelt erwartet und dass ich nicht ausschließlich auf Wissenschaftlertätigkeit ausgebildet wird. Ich wünsche mir als Grundlage die Herstellung, die Sicherung von Kritikfähigkeit von Studierenden in der Auseinandersetzung, der pluralistischen Auseinandersetzung mit den großen Themen. Und gleichzeitig wünsche ich mir, dass eine ganz große Sensibilität besteht im Abbau von Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnissen. Das sind bedeutende Schlussworte. Wie soll ich mich da anschließen? Ich habe heute mitbekommen, wie Sie alle zurückgeblickt haben und gesehen haben, was Sie letztendlich alles für Grundsteine gelegt haben, damit die Universität so toll und so großartig ist, wie sie heute ist letztendlich. Und ich würde mir wünschen, dass ich in 50 Jahren wieder hier auf einem Podium sitzen kann und zurückblicken kann und sehe, dass auch das, was wir heute machen mit Projekten wie der Jufe-Allianz, dass das den Grundstein für etwas gelegt hat, was eine großartige Zukunft dann gebildet hat, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ich würde sehr gerne sagen, wir sehen uns dann alle wieder. Wir haben viele schöne Erinnerungen hier geteilt an wilde, herrliche, auch schwierige Zeiten. Ich kann nur sagen, gucken wir, was kommt. Ich binde einfach jetzt noch ein Schleifchen dazu, sage vielen Dank hier in die Runde an alle, die beteiligt waren, an alle, die diese Veranstaltungsreihe möglich gemacht haben, den Alumni-Verein Bremen, allen voran Christoph Sodemann, der das toll organisiert hat und allen Beteiligten der Uni Bremen und der technischen Unterstützung von der Bremedia natürlich auch. Ganz herzlichen Dank und ja, vielleicht dann doch mal auf ein Wiedersehen und auf ein Wiederaustauschen und der Uni Bremen. Alles Gute. Unser Dank gilt Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank.